Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Willows Knits. Mein Name ist Marion. Auf Ravelry und Instagram findet ihr mich ebenfalls unter Willows Knits. Ja, und dies ist hier ein Strick- und Spinn-Podcast. Solltest du hier heute zum ersten Mal hineinschalten und hier wird dauerhaft Werbung gemacht. Gnadenlos. Aber in der Regel immer unbeauftragt und unbezahlt. Insofern alles freiwillig und nur aus vollster Überzeugung. Ja, ich bin schon wieder da, ne? Möchte man fast sagen. Die letzte Folge oder die letzten beiden Folgen sind ja noch gar nicht so lange her. Da möchte ich mich zuallererst erstmal bei euch allen da draußen für diese rege Teilnahme respektive für das rege Einschalten eurerseits bedanken. Das hat mich wirklich total gefreut. Vielen, vielen Dank dafür. Vor allen Dingen auch die letzte Sock Talk Folge hat doch regen Anklang bei euch gefunden. Das hat mich wirklich noch mal mehr gefreut, weil in der Regel aus meiner Erfahrung heraus ist es so, dass gerade diese sehr spezifischen Episoden wie eben so eine Sock Talk Folge ja jetzt nicht so wahnsinnig häufig angesehen wird wie die regulären Podcast Folgen, wo es ja irgendwie immer von jedem etwas zu sehen gibt. Ja, umso mehr, wie gesagt, hat es mich gefreut, wie sehr das bei euch Anklang gefunden hat, wie viele von euch parallel zu meinem Video Socken gestrickt haben. Das fand ich wirklich mega klasse. Also vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank auch an all jene, die mir ein neues Abo dagelassen haben und ja, weiterhin gucken wollen, was ich hier so fabriziere. Ja, und das ist auch das Stichwort. Darum geht es auch hier in dieser neuen regulären Podcast-Folge. Nämlich, was habe ich so fabriziert? Ich habe in der Tat kein Finished Object. Das wäre auch, glaube ich, etwas zu viel verlangt aufgrund der Kürze der Zeit. Aber ich habe euch drei Wips mitgebracht, wo ich noch so ein bisschen was drüber erzählen kann und möchte. Und ich habe zwei Neuigkeiten für euch, die ich auf jeden Fall mit euch teilen möchte. Ja, und deswegen würde ich sagen, erzähle ich gar nicht weiter und starte gleich mit der ersten Kategorie, den Wips. Ja, und in der ersten Kategorie der Wips möchte ich euch nochmal meinen Jule-Cardigan präsentieren. Der hat nämlich mittlerweile zwei Ärmel bekommen. Ich glaube, in der Folge 75 müsste das gewesen sein. Da hatte ich den ersten Ärmel gerade mal begonnen. Und ja, jetzt habe ich mich hier eben durch die Ärmel, ich will nicht sagen gekämpft, weil ich bin einer der vielleicht eher seltenen Spezies-Strickerinnen. Ich stricke sehr gerne Ärmel. Ich mag das. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ja, es ist ein bisschen nervig, weil man gerade bei dem ersten Ärmel ja schauen muss, wie ist die Passform, wo möchte ich meine Abnahmen haben und etc. pp. Wie funktioniert das mit der Länge? Aber wenn man das einmal alles so hingekriegt hat, dann ist der zweite Ärmel ja sowieso schon rucki-zucki fertig. Ne? Ja, ich habe, was den Verbrauch angeht, für einen Ärmel auch tatsächlich ein Knäuel, der Drops eher verbraucht. Ich habe jetzt nicht mehr das Label hier dran, aber das ist hier dieses Garn von Drops. Drops eher in der Farbe, ja, ich würde es mal Rosenholz nennen. Und das ist ja so eine Art Schlauchgarn, ne? Das ist ja jetzt kein klassisches, verzwirntes 4-, 6- oder 8-fädiges Garn, sondern das ist ja eine spezielle Machart. Und eben weil ich gefragt worden bin, wie ich denn dieses Garn finde, ob ich da schon so ein bisschen was zu sagen kann, habe ich mir gedacht, halte ich die jetzt hier auch nochmal in die Kamera, obwohl, wie gesagt, außer der beiden Ärmel so viel jetzt nicht dran passiert ist. Ich habe gestern Abend dann begonnen, hier am Körper weiter zu stricken. Und ja, aber eben weil ich nach der Qualität dieser Wolle gefragt worden bin, möchte ich da so ein paar Worte drüber verlieren. Ich kann jetzt natürlich noch nicht sagen, wie sie sich in der Zukunft darstellen wird. Ich glaube aber schon ein bisschen feststellen zu müssen, dass es hier an der Blende schon so leichte Anflüge von Pilling gibt. Ich denke, oder aber ja, vielleicht ist es nicht wirklich so ein Pilling, vielleicht ist es so ein
Herauskommen dieser ganzen Fasern, die in diesen Schlauch hineingeschossen sind. So würde ich mir das jetzt erstmal erklären wollen. Ich lege das hier mal eben kurz weg. Denn wie gesagt, diese Wolle ist ja nun eine, die eher so, ja, wie so eine Art Schlauch ist. Also sprich, in diese äußere Hülle ist irgendwas hineingeschossen worden. So, jetzt wäre es ja eigentlich noch schön zu wissen, was da drin ist, ne? So, jetzt habe ich mir auch hier ein Knöllchen mit Banderole geholt. Wie gesagt, wir reden hier über die Drops Air. Besteht aus Alpaka, Poly und Wolle. Was da jetzt wo wie verarbeitet wurde, das weiß ich nicht. Es entzieht sich auch völlig meiner Kenntnis, wie so ein, ich sage jetzt mal, Schlauchgarn hergestellt wird. Aber möglicherweise ist auch der Alpaka-Bestandteil dafür zuständig, dass das eben hier vorne an der Blende gerade so ein bisschen aussieht, als würde es schon pillen wollen, weil weiche Garne ja nun tatsächlich eher dazu neigen zu pillen als robustere Garne, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Grundsätzlich bin ich nicht unzufrieden mit dieser Wolle, muss ich sagen. Mir gefällt das Maschenbild, was die Wolle macht, sehr gut. Da kann ich das noch mal kurz herholen und vor allen Dingen hier am Ärmel versuchen zu zeigen, wie das Maschenbild aussieht. Also ich finde, das ist sehr gleichmäßig. Ne? Das ist ja jetzt auch noch nicht gewaschen. Dann legt sich ja die ein oder andere Masche noch mal gerader hin, als man das jetzt hier so sieht. Aber alles in allem bin ich da sehr zufrieden mit. Denn hin und wieder hat es mal so etwas dickere Stellen in dem Garn. Also entweder wird da neu angesetzt oder aber bei dem Verfahren, diesen Schlauch zu füllen, passiert vielleicht mal so ein kleiner Holpler. Auf jeden Fall hat man manchmal so dickere Stellen in dem Garn, selten, aber sie passieren. Die ziehe ich dann aber einfach mal so ein bisschen raus, da wo es geht. Und dann ist das Erscheinungsbild im Gestrick dann auch schon wieder in Ordnung. Also alles in allem, muss ich sagen, bin ich eigentlich wirklich angetan von dieser Wolle. Ob ich sie nochmal benutzen würde, weiß ich allerdings nicht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen konträr zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Sprich, ich bin eigentlich zufrieden damit. Ja, bin ich auch, was das Ergebnis angeht. Aber ich muss sagen, das Stricken mit diesem Garn finde ich persönlich anstrengend. Irgendwie flutscht das nicht so. Frag mich nicht, warum das so ist. Ich finde es ein bisschen anstrengend, damit zu stricken. Und von daher muss ich gucken. Also ich denke, ich werde es am Ende abhängig davon machen, wenn die Jacke fertig ist und ich sie trage, wie dann eben sich das Ganze zeigt. Also wie das sich mit dem Pilling verhält oder aber inwieweit sie in Form bleibt nach dem Waschen etc. pp. Ne? Also diesen Abschlussbericht, den liefere ich dann nochmal nach, wenn das denn, wenn das gute Stück, der Jule-Cardigan, eben fertig ist. Aber bis dahin wären das so meine ersten Einschätzungen zu dieser Wolle, der Drops Air. Auch, ne, alles unbezahlte und unbeauftragte Werbung hier. Ja, das ist also das erste WIP, was ich euch mitgebracht habe heute. Ich habe auch hier und da schon meine Socke rausgeholt. Ich merke, dass ich da schon wieder schon so ein bisschen ins Meideverhalten kommen, wie ich immer so sagen pflege, eben weil diese Drops eher sich so ein bisschen anstrengend stricken lässt, lege ich das durchaus immer wieder gerne mal weg. Aber ich muss ja jetzt nicht mehr so viel, ne? Es braucht ja jetzt nur noch ein bisschen Körper und schauen wir mal, wie sehr ich mich da diszipliniere und da durchhalte. Ich habe aber im Zuge dessen, dass ich ja so ein Alternativprojekt zum Cardigan gesucht habe, habe ich ja, wie gesagt, meine ganzen Projekttaschen durchwühlt und habe hier den Moby Slipover aus der Feder von Petit Knit gefunden sozusagen und habe mir gedacht, ja sicher, Mensch, den wollte ich doch noch anprobiert haben und vielleicht sogar auch mal einmal gewaschen haben, um zu sehen, wie das gute Stück überhaupt passt. Denn ich nehme es gleich auch mal runter.
Ihr seht vielleicht, dass das ist schon, ja, wie soll ich sagen, keine enge Kiste hier. Aber so ganz so viel Spiel habe ich hier nicht. Aber ich nehme es jetzt mal runter, um euch das auch nochmal besser zu zeigen. Aber gerade wenn man das jetzt nur hier so unangezogen in der Hand hat, dann ist das schon knapp. Ein bisschen Spack. Mutet es an. Aber ich habe es gestern, wie gesagt, einmal übergeworfen. Ich habe hier nochmal ein Seil reingezogen. Und da ist ja auch noch, ne, einiges an Spiel drin. Und als ich es übergezogen hatte, durfte ich also feststellen, ja, das passt mir. Ich muss mich da nicht reinzwängen. Es kommen ja auch, es kommt noch ein Halsbündchen dran. Es kommt natürlich hier an den Ärmelausschnitten auch nochmal ein Bündchen dran. Also ich bin da ganz guter Dinge. Ich werde, glaube ich, das Ganze jetzt doch nochmal ins Wasser schmeißen, um zu gucken, wie die Wolle sich nach dem Waschen verhält. Und dann werde ich gucken, wie viel Maschen ich jetzt hier an der Seite. Da hat es so ein Perlmuster. Das ist ganz praktisch. Das werde ich sicherlich da relativ gut vergrößern können. Und das werde ich aber erst nach dem Waschen machen, um sehen zu können, wohin die Reise geht und ob ich überhaupt Maschen zunehmen muss. Denn nach der ersten Anprobe gestern wäre mir das quasi ja so im Brustbereich dann doch etwas ja, mit zu wenig Spiel versehen. Ne? Also muss ja mindestens noch ein Shirt drunter oder eine Bluse oder so. Und da möchte ich das nicht alles so spack haben. Aber ne, dieses doch sehr anspruchsvolle Projekt möchte ich eigentlich auch in Bälde. Ich muss ja schon immer selber drüber lachen, wenn ich das so sage. Aber das hätte ich schon ganz gerne relativ zügig fertig, weil ich den nach wie vor ausnehmend schön finde. Und gerade jetzt für die Übergangszeit sind diese Slipover ja einfach nur Bombe. Ne? Also die passen ja super gut in diese Übergangszeit. Ne? Gerade wenn man so wie ich im Büro arbeitet, dann ist so ein Slipover mit einer Bluse oder einem Shirt drunter alles andere als so warm, aber man ist auch trotzdem ein bisschen eingekuschelt. Jetzt ist mir da gestern noch was aufgefallen, was ich euch zeigen wollte, denn ich mache manchmal seltsame Zöpfe, habe ich festgestellt. Also wir haben einmal hier, jetzt sehe ich wieder gar nichts, auf dieser Seite einen Zopf, der ist ziemlich perfekt, möchte ich mal sagen. Und hier auf der anderen Seite, da... Na? Bleibst du da? Hier habe ich irgendwas Seltsames gemacht. Fragt mich nicht was. Auf der Rückseite habe ich auch eine so eine Stelle. Ich weiß es nicht. Ich lasse das jetzt aber so. Das ist ne? Mein persönliches Design. jetzt ist Frau Katze hier hochgekommen. Und meint, mich anmaulen zu müssen, also wundert euch nicht. Ne? Das Tier hat alles gekriegt, was es braucht zum Leben und dürfte mich jetzt auch gerne in Ruhe lassen. Gut. Der Moby Slipover. Auch eines der Wips, ja, die ich unbedingt fertig bekommen möchte. In Bälde, wie ich eben sagte. Schauen wir mal, wie ich das umsetzen kann. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit dem Wips. Wie gesagt, meine Sockenwips, die, ja, wenn ich sagen, dümpeln hier so vor sich hin, weil ich ja in diesem Sockenmodus bin, habe ich hier und da immer wieder mal was hervorgeholt und auch weiter dran gearbeitet. Und was ich natürlich ganz hervorragend kann, wenn ich so in so bestimmten Modi bin, ne, ist entsprechende Wolle zu kaufen. Und die liebe Rabea von Schwenrotjans, ihr kennt sie alle, hat ein ganz, ganz wunderbares Sockset rausgebracht. Da konnte ich nicht dran vorbei. Und zwar das Sockset Indian Summer. Der Burner, sag ich euch. Und zwar dieses hier. Guckt euch das mal bitte an. Also ich bin so begeistert. Also auch hier der Hauptstrang. Diese Sprenkel. Ich meine, die Farbe ist ja ohnehin meins. Ne? Rosa, Pink und so. Da springe ich natürlich gleich drauf an und in Verbindung mit diesen beiden Minis hier ist das einfach nur hervorragend.
Ich bin sehr, sehr begeistert. Hier nochmal ihr Label, so man es erkennen kann in diesem Licht hier. Ne? Schimmert ja auch so schön. Ich finde es mega. Ich habe ihren Post, ihr Reel dazu auf Instagram gesehen, war schockverliebt und musste das sofort kaufen. Und es ist so schön, dass ich es noch nicht mal anstricken mag. Ich will es einfach nur noch ein bisschen begucken und beklatschen und mich freuen. Ja, also das ist neu eingezogen bei mir. Und ansonsten war ich brav. Nichts Neues angeschlagen, nicht noch weitere neue Wolle gekauft. Ja, kann ich auch. So zwischendurch manchmal. Ja, das war's in dieser ersten Kategorie. Und jetzt kommen wir zu den News, zu der ersten Neuigkeit, die ich mit euch teilen möchte. Ja, und die erste Neuigkeit, die ich gerne mit euch teilen möchte, beziehungsweise die erste Information, die ich gerne an euch weitergeben möchte, ist, dass Birgit Aldenhoff von Handarbeit mit Herz entsprechend zu finden auf Instagram, das verlinke ich euch unten oder gebe es euch unten in den Shownotes an. Selbige veranstaltet Anfang November, genauer gesagt am 4. und 5. November, ein sogenanntes Wollwochenende. Birgit hat einen schönen Wollladen in Alpendrüpp auf ihrem Bauernhof. Das heißt also, es ist sicherlich eine ganz idyllische, schöne Location. Diesen Wollladen öffnet sie normalerweise immer nur an drei Wochentagen und eigentlich nie am Wochenende, sondern immer nur an ausgesuchten Wochenenden, wenn man so möchte. Sie macht auch Workshops, da findet auch in Zukunft was mit Thorsten Duitsch statt. Und am 4. und 5. öffnet sie ihren Laden eben auch am Wochenende von 11 bis 18 Uhr jeweils. Und sie hat mich gefragt, ob ich nicht an diesem Wochenende quasi als Meet and Greet Gast auch kommen möchte. Das hat mich total gefreut, das ehrt mich auch total. Dieses Meet and Greet war erst tatsächlich so ein bisschen, wo ich so ein bisschen, gefremdelt habe, weil das bringt man ja eher mit den Berühmtheiten dieser Welt in Verbindung und das bin ich selbstverständlich in keinster Weise. Aber dennoch hat es mich super gefreut, diese Einladung. Und ich werde tatsächlich auch da sein an diesem Wochenende, allerdings nur am Samstag, ich blende das hier ein, am Samstag, den 4.11., mein Geburtstag by the way. Ja, und das war auch der Umstand, warum ich so ein bisschen überlegen musste, ob ich diese Einladung jetzt annehme oder nicht. Habe mich dann aber nach relativ kurzem Überlegen dafür entschieden, weil zum einen ist es so, ich feiere meinen Geburtstag so gut wie nie. Aufgrund dessen, weil ich überhaupt keine Lust habe, an diesem Wochenende oder beziehungsweise an diesem Tag die ganze Hütte zu putzen, Essen zu machen, die Leute zu bedienen, nur Stress zu haben an meinem sogenannten Ehrentag. Deswegen spare ich mir das in der Regel. Und entweder ist das ein ganz normaler Tag, wo überhaupt nichts Besonderes passiert oder wir fahren halt ein bisschen weg. Und und deshalb war es so, dass ich, je länger ich über diese Einladung nachgedacht habe, umso attraktiver wurde das für mich, diesen Tag mit euch da draußen, umgeben von toller Wolle, von tollen, wollverrückten Menschen zu verbringen. Denn ihr wisst das ja, ich habe immer, wenn ich von den Festivals erzähle und so, dann erzähle ich euch auch immer von den tollen Begegnungen, die ich da mit euch habe. Und das ist das, was diese Festivals für mich ausmacht. Das ist das, was offene Ateliers oder Wollläden ausmacht. Ne? Eben das Treffen mit Gleichgesinnten. Und deswegen möchte ich mal so sagen, stürmt an diesem Wochenende die Region Alpendrüpp. Adresse und Co. gebe ich alles unten rein. Und stürmt den Laden von Birgit. Sie, wie gesagt, ist ansässig auf einem Bauernhof. Sie hat mir erzählt, dass sie die Tenne leer räumen möchte und ein bisschen herrichten möchte, sodass wir da wunderbar gemeinsam sitzen können, quatschen können, stricken können. Es ist sicherlich für ein Käffchen und einen Snack gesorgt. Und da werden wir ein schönes Wochenende zusammen haben, respektive, wie gesagt, den Samstag mit mir. Ansonsten aber dennoch, ne, auch am Sonntag, pilgert bitte nach Alpendrüpp und macht euch einen schönen Tag.
Das, wie gesagt, ist die erste Info, die erste Neuigkeit, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und ja, die zweite ist dann auch schon die Info zu dem kommenden Knit-Along. Und dazu kommen wir jetzt. Ja, und weiter geht es mit den Infos zum Knit-Along. Und zwar zuerst einmal mit der Ankündigung, ja, es wird einen Knit-Along zum Mad Love Tuch geben. Ich habe da in vergangenen Folgen ja immer wieder drüber berichtet, habe euch meine Pröbchen in der Folge 75 in die Kamera gehalten und habe da ja auch nochmal nachgehört bei euch, ob ihr da überhaupt Interesse dran hättet. Und einige haben mir da eine positive Rückmeldung gegeben. Also bin ich in die Überlegung gegangen, wann das denn so in meinen persönlichen Zeitrahmen passen könnte und natürlich auch, inwieweit das in Marinas Zeitrahmen passen könnte. Denn Marina Storm, Storm Knitting Art auf Instagram, wird natürlich das Ganze auch so ein bisschen begleiten und hosten und wie auch immer. Ja, es wird eine Knit-Along zum Mad Love Call geben und zwar vom 27.12. bis 14.02. nächsten Jahres. Dieses Datum oder diesen Zeitraum habe ich mir aus den verschiedensten Gründen überlegt. Also zum einen ist es so, wie ich es hier auf dem Banner schon oder auf diesem Bildchen versucht habe zu formulieren. Ich denke, vor Weihnachten, in der meistens recht stressigen Adventszeit etc. pp. Habt ihr alle ohne Ende zu tun. Ihr habt alle eure Adventskalender, die ihr vielleicht anstricken oder verstricken wollt. Ihr strickt alle vielleicht Weihnachtsgeschenke für eure Lieben. Die Weihnachtstage sind sowieso oft ein bisschen trubelig, ne, mit dem ganzen, mit den Gästen, die man empfängt oder dass man selber Besuche abstatten muss oder möchte, wie auch immer. Und ja, all diese Zeit vor Weihnachten und während Weihnachten ist nicht ganz unstressig, möchte ich mal behaupten. Und deswegen habe ich mir überlegt, ist vielleicht die Zeit zwischen den Jahren ein guter Startzeitpunkt für eine Knit-Along, wo ihr wirklich etwas nur für euch tut. Wo du da draußen ein Tuch nur für dich strickst und nicht für deine Schwester, Freundin, Mutter, wen auch immer, sondern nur für dich. Und ja, und weil das Tuch Mad Love heißt, habe ich mir gedacht, ist das Enddatum der Valentinstag im kommenden Jahr vielleicht auch ganz passend. Und ich glaube auch, dass dieser Zeitraum einer ist, in dem man dieses Tuch ja durchaus fertig bekommen kann. Weil es ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Man braucht, da muss ich jetzt mal hier wieder spicken, man braucht in Gänze 1160 Meter. Das will ich euch mal gleich als Info mit auf die Reise geben. Im Original wird das ja aus der Pasquali Sohle gestrickt, ein Baumwoll-Kaschmir-Gemisch in Verbindung mit der Pasquali Manada. Das ist Mohair, Seide und Merino-Wolle. Doppelfädig gehalten und die kleinen Nupsis werden ja nur mit der Manada gestrickt. Die, ihr braucht 4 Knäule von der Sohle und 3 von der Manada. Das wäre die Original-Wollkombi für dieses Tuch. Ich habe ja in Folge 75 schon 3 Varianten angestrickt. Einmal aus einer Lana Grossa Kombination und 2 farblich unterschiedliche Varianten mit Wollmeise Lace und unterschiedlichen Mohair Varianten. Ich werde in den nächsten Tagen nochmal ins Tinkus Strickparadies fahren und mir dort auch mal die Originalkombi ansehen. Wahrscheinlich auch jeweils ein Knäulchen mindestens kaufen, um auch da ein Pröbchen für euch zu stricken. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein Tuch, welches von der Spitze aus gearbeitet wird und man kann so lange stricken, wie die Wolle reicht oder wie man das größentechnisch für sich persönlich gerne hätte. Also das ist aufgrund der Konstruktion super anpassbar an eigene Wollvorlieben oder an den eigenen Stash etc. pp.
Marina war so nett und hat uns allen einen 10%igen Rabatt eingeräumt. Das blende ich hier gerade nochmal ein. Und zwar mit dem Rabattcode MADLOVEAROUND gibt es auf ihrer Webseite und nur ausschließlich auf ihrer Webseite 10% Rabatt auf die Anleitung. Dieser Rabatt ist gültig bis kommenden Sonntag, den 15.10. Also wir haben heute auch Sonntag, den 8.10. und eine Woche ist dieser Rabattcode gültig. Für all jene, die vielleicht dummerweise diese Episode erst nach dem 15. sehen, denen sei gesagt, zum einen ist die Anleitung auf ihrer Webseite ohnehin, also nicht nur diese, sondern ich glaube, alle ihre Anleitungen sind auf ihrer Webseite etwas günstiger als via Reverie. Das als Hinweis für euch, die, wie gesagt, diese Episode erst später schauen. Und ich habe auch gelesen, dass wenn man den Newsletter abonniert, gibt es sogar 15% Rabatt. Also das sind zwei Optionen, die es ja immer gibt, unabhängig jetzt von diesem Rabatt, den sie hier jetzt eingeräumt hat. Ne? Vielleicht auch für jene, die den Newsletter nicht haben möchten, etc. pp. Was Marina auch noch anbietet, das finde ich eigentlich tatsächlich sehr, sehr schön, sogenannte Masterclasses bietet sie an auf ihrer Webseite. Dort kann man sich Plätze buchen, wo man dann von A bis Z durch die Anleitung geführt wird, wo man den persönlichen Kontakt mit der Designerin hat. Wer da Interesse hat, der schaut bitte auch auf ihrer Webseite nach. Da gibt es alle Infos, die ihr braucht. Ja! Das war, glaube ich, jetzt so ziemlich das Wichtigste zum Knit Along. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Ihr könnt, also abgesehen von dem Rabattcode, der so ein bisschen zeitlich limitiert ist, aber ansonsten könnt ihr noch mal in Ruhe überlegen. Ich würde mich wirklich super, super freuen, wenn ihr mit uns gemeinsam dieses schöne Tuch strickt. Ich finde es nach wie vor ausnehmend schön und diese Wollmeisenkombis, die ich ja euch schon gezeigt habe, die sind einfach so traumhaft schön. Also auch der Burner, der absolute Burner. Wie gesagt, schaut mal, was ihr so da habt, was ihr verwenden könnt. Wenn mal wieder nichts Passendes im Stash ist und wir alle kennen dieses Problem, kommt nach Alpendrütt. So, dass für euch rein von der Region her machbar ist. Ich bin wirklich oder würde mich sehr, sehr freuen, mit euch gemeinsam durch den Laden zu marschieren und nach einer passenden Kombination zu suchen. Ich bin mir sicher, dass Birgit ganz wunderbare Wolle in ihrem Laden hat und sich dort sicherlich ganz Wunderbares finden wird. Also da stehe ich dann auch gerne beratend zur Seite, so ihr das möchtet. Ne? Ich bin ja, wie gesagt, Samstag sowieso den ganzen Tag da. Also bitte, ne? Dann kann ich auch ein bisschen was tun. Und nicht nur quatschen und Kaffee trinken. Ja, meine Lieben, das soll es schon gewesen sein. Das war sicherlich mal ausnahmsweise eine sehr, sehr kurze Folge. Wie immer habe ich überhaupt kein Gespür dafür, wie lange ich jetzt hier schon quatsche. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Ich freue mich über jedes Abo, was ihr mir da lasst. Und sage bis dahin, bis hoffentlich zum 4. und 5.11. in Alpendrütt. Bis dahin, happy knitting und bis bald!